Markus, aber die hört dann um halb drei aus. Aber das ist Premiere, das kann ich euch versichern. Nie mehr werde ich mich im Rausch erleben. Es geht nur noch heute. Ein paar Partien habt ihr noch. Könnt ihr mich noch besoffen genießen? Er callt nur mit 7-2. Willst du immer alleine? Ich weiß es nicht. Ja? Jawohl. Markus? Komm her. Vielleicht will er genau treffen. 7-7-2 und dann die Hand spielen. Können wir den Keller bitte? Wovon träumst du nachts? Mit 4 Karten, das wissen wir. Mit 4? Ja, ja, klar. Mit 3 ist oh, was ist da passiert? So wenig Gold. Spreche ich? Ich weiß nicht mehr, was ich habe. Aber ich check einfach einmal. Ich lasse mal mich überraschen, was die Herren haben. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Ich schwöre, ich weiß nicht mehr, was ich habe. Also mittleres Paar für Pascha. Ich weiß nicht mehr, was ich habe. Tja, Hermann, da würde ich mir mal Gedanken machen. Das ist erst 3 Minuten her, als du das letzte Mal mit der Karte geguckt hast. Uiala, beide Markus habe ich vor mir. Uiala. Da muss ich nochmal reinschauen, gell? Jetzt wird es schon gefährlich, gell? Er hat getroffen und es kann ja noch zweimal Karo kommen. Ja, also dass er aufgibt hier, das kannst du nicht erwarten. Mittleres Paar mit Backdoor Flush Draw. Niemals. Never give up. Geht ja Richtung Natznähe. Ja. 2100. Aber genau das mögen wir an Hermann Pascha. Wobei angesichts der Tatsache, dass so viele Leute diesen Flop gesehen haben, hätte ich hier an meiner Stelle schon am Flop ein Race angesetzt mit den Assen. Ich hätte nicht nur gecallt, die 2100. Naja. Eine ziemlich gefahrlose Karte aus der Sicht von Markus Golser, die 4 auf dem Turn. Ich denke mal, dass Lehmann seine 7-2-Bemühungen jetzt einstellen wird. Gegen 2 Gegner finde ich das wahnsinnig schwierig. Na, der Markus hat einen erheblichen Unberechenbarkeitsfaktor, wie du jetzt gerade siehst. Herr Lehmann, Herr Lehmann. Hättest du ihm das zugetraut? Nein. Spielst du noch? 33, 34, ja. Schreib's, ja. Und der Markus packt jetzt das Stöckchen aus. Jetzt kommt das erwartete Race. Nee, das sind nur 6.000, die ich in seiner Hand sehe. Ich denke, dass er auch den Pascha nicht verlieren will. Der zahlt ja dann eben auch nach mit einer 6. Ja, aber das ist ja immer gefährlich. Dann kommt jetzt vielleicht noch eine 9 oder es kommt noch eine 10 und dann... Vielleicht sehe ich hier etwas ängstlich aus. Nee, er gibt auf. Ui. Wahnsinn. Schön angetäuscht hier der Call. Oder der All-In-Move sogar. Nicht. Der hat ganz krank gemacht. Das Ganze nicht. Der hat ganz krank gemacht. Ja, auch der River blankt. Eine Karte, die so gut wie ohne Bedeutung ist. Ja, Herr Lehmann wünscht sich jetzt noch eine weitere Karte. Vielleicht kommt ja noch eine 5 und er bastelt sich eine Straight zusammen. Wieder mal ein vergeblicher Versuch, 7-2 durchzupressen. Also... Wir wissen, dass es vergeblich sein wird. Der Versuch ist noch nicht beendet. Und ein letztes Mal. Vielen Dank. Wunderbar. 13.000. Und im Gewinnfall bekäme er von jedem 100 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Kampf der Giganten, gell? Aber wir sehen, wie viel Eindruck das macht. Die Partie war mal ähnlich, oder? Wie wir bei uns gespielt haben, ne? Ihr zwei. Das geht so schwer raus. War grausam, oder? Jetzt ist er draußen. Das löst sich auch so schwer. 7 hoch. Wie 7 hoch? Tja, herzlichen Glückwunsch. Was immer wieder entstehen kann aus dem 7-2-Spiel. Jetzt sind 7-2 und Asse aufeinander geprallt. Die schlechteste und die beste Starthand bei Texas Hold'em. Und es hat einen Pott gegeben von über 47.000 Euro. Ja, die Frage, die sich mir hier stellt, ist, wie lange muss Markus Lehmann erfolgreich 7-2 spielen, um diesen Verlust wieder reinzuholen?
Was sagt der? Ich weiß auch nicht, was der da sagt. Was sagt der? Ich weiß auch nicht, was der da sagt. Und nochmal. 17.000 für ein Bar. Ja, geht's nun. Sehr schöne Runde, sehr, sehr schön. Ja, da kommt auch sehr viel Ego-Shooting mit hinzu. Das ist nicht nur Poker. So soll es ja sein. 700. Unsere High-Roller mit einem gesunden Egoismus am Tisch. Kann das sein, dass uns noch richtig Patsch-Patsch machen? Hinten. Naja, Prost. Da kommt's. Trinken wir nochmal. 7-4 Race, Bube 7 bezahlt. Ich hab da gewusst. Ja, ich gewusst, dass das Kasperl. Ob da jetzt vielleicht der Wein doch eine gewisse Rolle spielt, ich weiß es nicht. Geschkenbein, Ass, 8, Re-Race. Es wird gefeuert aus allen Rohren mit den unmöglichsten Karten. Letzten Ende hier. Du bist weg. Okay. Ich brauche nur noch links und rechts von mir, die Chefs. Wie viel spielst du noch? Okay. Soll ich zahlen oder wegschmeißen? Zahlen. Zahlen oder wegschmeißen? Mittlerweile egal. Egal. Soll ich zahlen oder wegschmeißen? Soll ich haben wir eh nicht mehr. Zahlen ist gut. Wie du magst. Freies Land. Naja, allein kann ich nicht entscheiden, wie der Kalle. Willst du mir helfen? Zahlen ist mir deine Hände, dann zahlen ist immer gut. Ja. Was, rein? Zahlen ist immer gut. Wenn du rein sagst, dann zahlen. Rein damit. Wie viel? Die Leute, die wollen jetzt gamblen, das ist jetzt, da geht es jetzt nicht mehr darum, irgendwie sich einen Vorteil daraus zu arbeiten, die wollen gamblen. Ich brauche den Ding schon, ich zahle nur, wenn du ja sagst. Zweimal die 7 getroffen. Was sagst du? Fatale Hand, ja. Er ist Erster. Warum bin ich praktisch im Button? Habe ich Position? Geschkenbein hat vor dem Flop gereraced, also extreme Stärke gezeigt. Deswegen gibt es auch hier sofort die Attacke von vorne. 2800 Treffer geht raus. Bei mir hast du das Re-Race, was du machst. Was soll man? 1, 2, 3. Ah, du bist noch da. Ja, aber diese Conti-Bet mit 2,8 ist ja doch etwas klein. Das war ja etwa ein Drittel Pot. Ich habe gedacht, dann macht er. Bei mir hast du das Re-Race. Wenn ich sind ja alle angewärmt. 2800. Ja. Möchtest du, dass ich bezahle oder wegschmeiße? Hast du gute Hand? Ich ohne Verraten der Hand, ich frage ja nur, was du möchtest gerne. Zahlen oder wegschmeißen? Wegschmeißen. Nein. Das ist ehrlich. Alter, das war doch sowas von sonnenklar. Da kennt Vladimir. Ja, man noch nicht lang ich genug kann für. Die Hand wegschmeißen. Ja, eben. Bockkönig 3, was Bockhand. Du? Kennt der eine meiner Lieblings? Aber ich denke, er hätte genauso zahlt, wenn er gesagt hätte. Nein, ich muss Fairness halten, da muss ich dich aufklären. Ja? Du hast ja, du schaust nicht Fernsehen. Mhm. Die Hand wissen das alles. Ja. Ich sag dir jetzt einmal meine Lieblingshände. Okay? Ja. 7-3. 9-3, König 3 auch. Ass 7 sind meine top Spitzenhände, okay? Okay, dann hast du ja schon mal zweimal Tupe. Ich will dir nur sagen, ich hab dir nur. Also, ich check, ich check. Jetzt checkst du. Jetzt kann ich. Was ist denn? Kannst du nicht checken. Ich schau nochmal rein. Musst du schon was reintun. Ich schau noch einmal rein. Okay. Wie auch? Jetzt check auch. Ich bin ja weißt du, ich bin gerade der. Hasardeur. Oh, die letzte verbliebene 7. Und jetzt kommt natürlich von Hermann noch eine kleine Breitseite. Ach, das wollte ich auch gedacht, das sind 100. Entschuldigung, Verzeihung. Das ist nochmal der Trick von ihm. Oh Gott. Ich habe gedacht, das sind 100. Ich habe jetzt aus die Tausende hingelangt. Wie ich dazu komme? Ja, ist denn heute schon Karma? Ob du keine Psoffner gesehen? Ist denn heute schon Karma? Ob du keine gesehen? Ich weiß nicht, warum ich online spiele. Weil der Computer wenn du glaubst, spricht es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Da kannst du beim Hermann Einstecker ziehen. Das ist hast du was sehen? Ja, aber er ist jetzt was zu sehen? Gut drauf, einfach im Vergleich zu eben zu diesem Bluff mit der. Ach, er ist doch einfach herrlich. Ja. Das ist ein Typ, der bei uns was so was sagt er? Polarisiert bei vielen Zuschauern. Aber ich sag Ihnen ehrlich, ich finde das 100-mal unterhaltsamer als irgendwelche Menschen, die sich Kakerlaken in den Mund stecken. Kleiner Seitenhieb, ja. Nein, ich meinte das jetzt auch bezogen auf diese Hand. Ja. Das heißt also, Geschkenbein überlegt ja, ob er mit Ass hoch hier irgendwas machen soll, probieren soll. Callen soll oder in dem Fall sogar erhöhen soll.
Das ist es, ja. Ja, und deswegen, das ist Hermann Pascha. Ja. Er schafft es, dass der Gegner noch bezahlt. Sehr gut. Hab noch gar nicht besoffen gesehen. Ist der Leid schon kein. Ich sag's noch, meine Karten sind 7-3. Ja, aber du hast ja 7-Bube. Also gelungen. Sag ich noch. Das ist doch unglaublich. Du, auch noch mal. Geschäftsleitung, der Mann muss morgen auch mitspielen. Der fehlt in der Runde morgen. Was du machen? Dann musst du aber du heute noch mal lernen. Der kann das Spiel nicht. Ja, das lernen wir heute Nacht. Gib mir jetzt in den Keller und ich lerne das Spiel. Okay. Okay? Ich lerne dir das Spiel. Okay. Also an diese Sitzung im Keller kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Wenn du schwach auf der Brust bist, gib mir dein Stadtgeld für morgen. Okay. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn etwas Kult reden, ist, wie mit einem Kranken, dann Poker-Coaching von Hermann Pascha. Ja. Du musst callen und wenn jemand raised, bezahlst du, dann triffst du sauber und hinten raus erzählst du eine schöne Geschichte. Wie heißt das alte deutsche Sprichwort? Da wird der Bock zum Gärtner gemacht. Ich werde in Zukunft nur noch besoffen spielen. Das ist ja gewonnen. Ich habe das erste Mal, dass ich im Plus bin in dieser Runde. Naja, letztes Mal war es auch im Plus, Hermann. Ich bin nur noch besoffen, wenn ich Spiel spiele. Jetzt weiß ich, wie das geht. Ja, bist du gelernt. Also da müssen wir ja eigentlich einschreiten. Wir wollen ja nicht dafür sorgen, dass die German High Rollers dazu beitragen, Alkoholiker zu kreieren. Ne? Also unter Alkohol Pokerspielen ist generell gefährlich. Liebe Erwachsenen. Ich habe das ein einziges Mal in meinem Leben gemacht. Ein einziges Mal. Ich schwöre es, also unter angetrunkenem Zustand. Ich rede nicht von einem Glas Alkohol, sondern angetrunkenem Zustand. Und das gab auch sofort die Klatsche. Also das so. Es hat keine halbe Stunde gedauert, da war ich 6.000 im Minus. Bei den Leuten, der Lucky Tropfen ist das. Mit einem schlechten Tropfen kannst du mich nicht besoffen machen. Das geht nicht. Es geht nur mit einem guten Tropfen. Was ist hier eigentlich heute los? Es geht nur mit einem guten Tropfen. Spielst du auch mit? Nein, ich kann das spielen. Ich bin so blöd, dass jetzt kommt natürlich auch so ein Faktor hinzu, zu fortgeschrittener Stunde. Die Leute, die im Brand sind, die versuchen hier noch irgendwie rauszukommen und schauen sich verzweifelt Flops an. Und so Leute wie Hermann, die jetzt hier ihren Entertainment-Faktor immer mehr steigern und aktuell die beste Hand haben. Ja. 1300, bitteschön. Schmeiß weg, mach ganz los. Schmeiß weg, schmeiß weg, mach keinen Zirkus. Nö, ich zahl. Hä? Zahlen ist okay. Ich zahl, ja. Kann Zirkus machen, weil ich bin sehr gut. Nö, ich mach keinen Zirkus. Möchtest du nur klären? Markus, weißt du, wir kennen uns lange? Ja, ich zahl schon. Das heißt, du? Aber ist okay, wenn du ein bisschen Geld kriegst. Das ist okay. Ich möchte nur nicht, dass du den Ruin stellst. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe ein super Draw, ich kann es nicht weg. Wird nicht passieren. Ich bin auch gut. Okay. Ein schöner Draw. Okay. Sarkasmus als letzte Waffe. Dann check ich. Blind. Schöner Draw, ja. Check. Ja, geil, was kommt. Check auf. Ja. Wir wollen uns ja nicht wehtun. Oh, es ist natürlich mit jetzt müssen wir uns ein bisschen wehtun, denkt der Herr. Spielt an. Muss ich ganz Respekt. Jetzt kann ich nicht mehr checken. Da nimmt der Markus ihm schon die Arbeit. Mein Draw ist nicht kommen, also was soll ich denn jetzt sagen? Theater machen, oder? Na. Und weiter geht. Der Weg nach oben. Nein. Ich hab Brand. Wie soll das gehen? Dann trink doch ein Wasser. 6 hätte 400 gespürt. Was machst du? Meine 700. 700. Ist das ein Brandrace? Ja. Ja, Brandrace. Also Brand. Wenn die Spieler im Minus sind, sind sie im Brand. Also Brand Race will ich beim Scrabble jetzt auch nicht zulassen, aber eine typische Poker-Wortkreierung. Pascha mit Assen. Called nur. Ja, so kennen wir ihn doch mittlerweile. Unglaublich. Und jetzt hat er natürlich das Problem, dass hier alle aufspringen auf den Zug. Das ist doch klar. Die meisten sind im Minus, alle sind im Minus, außer Hermann. Und jetzt wollen sie zurück ins Boot. Das fühlt sich Christoph, du ja, aber das sieht dann so aus, außer der Qualitätshand von Hermann, wie Not gegen Elend. Ja, hier ist noch eine Hand dabei, König 9 von Wladimir, die halbwegs vertretbar sei. Mach mal, halt! Lass dir mal einen Rat geben von mir. Okay, mach das. Okay. Du spielst jetzt 700, geht 1300, was der Mann spielt. Geht es 1300, Mini-Race 1300? Ja, klar, wird das gehen. Mini-Race 1300, schmeißen Sie ja. Soll doch 1200 gehen. Dann spielt 1400, das Doppelte. Ich spare, glaube ich, die 500.
Ich spare dich. Ich weiß ganz, wer kriegst du das? Ja. Soll ich du kannst du leider auch aussprechen, ne? Nachher treffe ich ihn noch. Alles ist